Allererstes holen wir uns das Ei. Es dürfte hier sein. Da oben. Nur dummerweise fehlen mir noch einige Sachen, um das Ei zu holen. Von daher gehen wir doch nicht hin. Kurz entschlossen gehen wir dann zum Friedhof. Gruselig. Was steht denn da drauf? Klecks der Gärtner. Hier liegt der alte Klecks. Es raffte ihn dahin. Er trank sein Unkraut-Ex, verdünnte es mit Gin. Ja gut, das ist sicherlich ein ordentlicher Cocktail. Komm ich jetzt her? Natürlich kann ich hier im Bild wieder viel mitnehmen. Das ist einmal der Meißel, der Hammer. Hammer. Es fängt an, ein Wort zu buchstabieren. Was könnte es sein? Rinderbraten? Rinderwahnsinn? Oho, ein Hund. Es ist ein stinkender alter Hund. Was? Ich kann mit ihm sprechen. Er ist nicht sehr gesellig. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, man könnte mit dem Bauchrednerbuch auch. Das ist leider weg. Dann halt nicht. Dann nicht mit dem Bauchrednerbuch. Weil ich streiche ihn mal. Streicheln. Oh, ho, ho, ho. Der geht ab. Ich weiß, was ich ihm zum Essen bringen kann. Hier diese halbgegessene, madige Brötchen. Au! Er hat mich gebissen! Dabei habe ich ihm doch so viel Gutes getan. Könnte ihn die Kuchenform über den Kopf reihen. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Während er nicht. Schneide mal. Ich habe Hundepflege seit dieser Tragödie. Gut. Was mache ich mit ihm? Er mag mich nicht. Es ist ein stinkender alter Hund. Er ist nicht sehr gesprächig. Mit mir will er auch nicht sprechen. Ich zeige euch nochmal das Rezept. Da ist es. Denn wir brauchen von ihm. Brauchen wir Haar des Hundes, der dich gebissen hat. Er hat uns gebissen, jetzt brauchen wir nur noch das Haar. Aber warum bekommen wir das Haar nicht? Ernsthaft, womit mache ich das? Mit dem Zauberstab. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Vielleicht muss ich ja was in das Gefäß reinfüllen. Aber ich habe nichts. Rein gar nichts. Das möchte ich nicht. Nein. Sprich mit Hunden ab, ja. Da steht, alter blinder Platz. Kann ich hier irgendwas aufmachen? Ich kann den Meißel nicht damit benutzen. Ich kann den Hammer nicht damit benutzen. Ja gut, es fällt mir wohl schon später, früher oder später fällt es mir wieder ein, wie das ging. Gehen wir erstmal weiter. Das Haar kann warten. Jetzt haben wir nämlich genügend Sachen, um dieses Ei runterzuholen. Allererst ist das Kissen, was wir da auf die Steine legen. Schön platziert. Und den Hammer, womit wir das Ei runterholen. Und bald wieder eingesammelt. Hier ist nur nichts, nee. Dann gehen wir nochmal kurz ins Hotel. Wir gehen in diese Tür rein.
schneiden uns genau, schneiden uns hier ein Stückchen Käse raus mit dem Meißel. Ein Stückchen, habe ich gesagt. Nehmen wir uns einen Magneten mit. Gucken wir in den Kühlschrank. Ich möchte wirklich nicht wissen, was darin ist. Gucken wir uns den mal an. Nein. Gut, dann haben wir auch alles aus diesem Abteil. Jetzt können wir nochmal zum Hund gehen. Ich kann nämlich auch aus diesem... Neben dem Hotel ist nämlich sofort der Friedhof. Gehen wir so. Können wir jetzt auch sofort dahin. Jetzt habe ich nämlich Käse. Ich tue es einfach mal rein. Ich weiß es noch nicht. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber ich meine, der Käse ist für was anderes gut. Ich möchte den Käse nicht damit... Das Ei brauche ich auch noch. Ich muss doch irgendwie das Haar bekommen. Okay, Freundchen. Ah. Das wird kein bisschen wehtun. Hey, ich glaube, es hat gar kein bisschen weh getan. Er wechselt wohl gerade das Fell. Wir haben sogar das Haar. Wir haben das Ei. Was wollen wir mehr? Was fehlt uns noch? Für den Kater, Anti-Kater-Getränk, Mittel. Noch rein. Sehr, sehr schläfrig. Also ein Ei. Pfeffer haben wir noch nicht. Und sonst brauchen wir nichts mehr. Pfeffer brauchen wir irgendwo, ja. Der ist nicht da, Pfeffer. Ich erinnere mich irgendwie an Pfefferschoten. Nur wo die sind, weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht gucken wir erstmal, ob wir da rein können. Perfekt. In dem Raum gibt es momentan einen Nagel. Es ist ein großer Nagel. Den wir mal eben einhämmern können. Tja, wofür war der Nagel gut? Hat natürlich was festgehalten. Und hier, das Bild ist unten. Können wir uns das Porträt mitnehmen? Ich werde besser diesen belastenden Bilderrahmen los. Praktisch. Sowas heißt. Ja, sag ich ja. Praktisch. Ich hab doch gar nichts gesagt. Die Müllverbrennungsanlage wäre froh, wenn sein. Sie ist verschlossen. Zauberstab hätte. Okay. Haben wir nicht alles, haben wir alles. Das Haar, das Ei, genau, die Pfefferschoten. Also wir müssen erstmal um die komplette Insel, um dann alles zu bekommen, weil hier müssten die sein, genau, Pfeffer. Jetzt habe ich mir den Pfeffer schon mal mitgenommen. Jetzt haben wir auch alles, um den Kater zu beseitigen. Jetzt sind wir Lichter, gehen wir später dann mal hin. Als allererstes helfen wir ihm. Es ist ja arm zu sehen, wie er da rumhängt. Hier ist etwas Haar von dem Hund, der mich gebissen hat. Danke. Ich musste mich beißen lassen, damit ich dem das geben kann. Hier ist eine wilde Pfefferschote fürs Antikatermittel. Danke. Und das Ei. Ich habe dieses Ei fürs Antikatermittel gefunden. Danke. Alle Zutaten, die ich benötige. Lass mich leise eine Ladung mischen. Eine Ladung. Der lädt sein Getränk. Zum Abschuss. Bereit. Explosion. Oh, viel besser. Hier, den Rest kannst du behalten. Ah, jetzt will er mit uns reden. Sehr gut. Ich möchte einen Drink, bitte. Sicher. Was hätten Sie gerne? Was will ich denn? Nebenhöhlen befreit. Ich hätte gern das. Geben Sie mir einen großen, fruchtigen Drink mit einem Schirm drin. Gute Wahl. Es ist der köstliche Geschmack der Inseln. Hergestellt aus Zitronen, Grapefruit und Hackfleisch. Hey, kriege ich nicht einen dieser dekorativen Schirme für meinen tropischen Drink?
Ich glaube, wir haben keine. Nein, ich habe mich vertan. Ich habe diesen hier. Sehr gut. War nicht das, was ich gedacht hatte, aber ich nehme den mit. Wir nehmen alles mit, kennt ihr doch. Ich möchte das jetzt mal trinken. Ah. Autsch! Hier hast du deinen Becher zurück. Okay. Damit, was haben wir denn jetzt bekommen? Dieses Rübefrei. Oh Mann. Ich hab keinen Kater. Ich fühle mich großartig. Ich mach's auf jeden Fall mal auf. Verdammte Kindersicherung. Ich bekomme sie nicht auf. Kindersicherung? Dann nehmen wir uns mal das den Meißel. Sie geöffnet. Genau, jetzt ist sie nämlich auf. So, was können wir als nächstes machen? So, als nächstes gehen wir vielleicht mal doch nochmal zur Mühle. Kann das sein? Nee. Gehen wir mal zum. Genau. Dieses Dorf ist verlassen. Wie seltsam. Tofu-Block. Alles mitnehmen, was wir sehen. Messbecher. Das waren jetzt der Holzbohrer und der Messbecher. Wer bist du denn? Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Ein Pirat, was? Nun, dann müsstest du dir doch der enormen Gefahren bewusst sein, die mit einem Spaziergang in ein Kannibalendorf verbunden sind. Kannibalen? Du sagst das, als sei es etwas Negatives. Nun, das ist es. Aber wir sind nicht länger brutale und blutdurstige Kannibalen. Nein? Nein. Wir durchlebten vor ein paar Jahren eine gewaltige Veränderung in unserer Glaubensstruktur. Wirklich? Das ist faszinierend. Wir haben beschlossen, uns einem gesünderen Kannibalismus zuzuwenden. Wir haben die komplette Aufnahme von Missionarsfett zurückgeschraubt und wurden alle Vegetarier. Aber es gab da sicherlich eine Zeit, da hätte ich dich gegessen. Junge Kerle wie du, nicht zu viele Muskeln. Hey! Ich hätte dich vermutlich 45 Minuten in Weißwein mariniert, dich in einen Hauch Butter gestippt, in Bananenblätter eingewickelt und in einem Loch zusammen mit 100 heißen Kohlen verbuddelt, dich über Nacht rösten lassen, dann hätte ich dich auf einem Bett aus Basmati-Reis serviert. Zusammen mit Shiitake-Pilzen und Schalotten. Aber jetzt nicht mehr, oder? Hä? Oh, genau. Richtig. Ich bin mir nicht so sicher, ob er wirklich drüber weg ist. Die Sucht ist es. Habt ihr keine Angst, dass der Vulkan euer Dorf zerstört? Der Vulkan? Oh nein. Mount Sodbrand ist völlig harmlos. Wir haben zu Sherman, dem allmächtigen Gott des Vulkans, ein Verhältnis, das sich gesalzen hat. Der Gott des Vulkans liebt würziges Essen? Halt den Mund. Oder ich esse dich. Okay. Als wir die Insel das erste Mal betraten, war der Gott sehr erzürnt. Qualm stieg in ihm auf und er spuckte Lava. Es war wirklich eklig. Und barg ein großes Gefahrenpotenzial in sich. Wir wussten, dass wir etwas unternehmen mussten, um den Gott zufriedenzustellen und dachten, ein ordentliches Opfer wäre das Richtige. Naheliegende Vermutung. Aber als wir das Opfer in den Vulkan warfen, brach Mount Sodbrand heftig aus. Wir dachten, Sherman wäre böse auf uns, also brachten wir ihm jeden Tag Opfer. Wir haben alles versucht. Fisch, Geflügel, Vieh, Phenylalanin. Das Übliche halt. Dann eines Tages versuchten wir es mit... Es gab eine riesige Eruption, die uns beinahe alle getötet hätte. Was ist geschehen? Sherman verträgt keine Laktose. Ah, jetzt ergibt es einen Sinn. Jetzt macht Sherman eine sehr strenge Diät. Er bekommt nur frisches Obst, Gemüse und natürlich Sojaprodukte, wegen der für den Muskelaufbau so wichtigen Proteine. Die reden auch immer vom Vulkan. Und Phenylalanin. Ja, ja. Diese Aminosäure. Beiseite, ich beabsichtige, den Vulkan zu besuchen. Ich fürchte, das kann ich nicht zulassen. Wir beginnen gleich mit unserer Zeremonie. Fantastisch! Ich bin fasziniert von euren idyllischen Stammesbräuchen. Postkarten und Dias sind in der Lobby erhältlich. Nicht-Kannibalen ist es untersagt, bei der eigentlichen Zeremonie anwesend zu sein. Das ist aber unfair. Sag das den Vulkangöttern. Ich mache die Regeln nicht, weißt du?
Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht liegt es dran, dass ich aussehe wie eine große Zitrone. Ja, genau. Aber da ist noch was anderes. Wir haben uns schon mal gesehen. Damals auf Monkey Island. Ah, Monkey Island. Wir hatten da ein nettes Dorf. Hütten mit Mieterschutz, nah an guten Schulen. Das waren sozusagen die Salatzeiten, bis sie diesen verdammten Jahrmarkt errichteten. Jahrmarkt? Ja, Jahrmarkt. Kaum stand das erste Zelt, schwupps! Und die ganze Gegend war in. Zu jeder Nachtzeit kamen Seeleute. Die grausame Musik nudelte und nudelte. Und wenn du mich fragst, ich glaube, die ganzen Gewinnspiele waren manipuliert. Ja, ja. Es war des Nachts für einen Kannibalen auf den Straßen nicht mehr sicher. Also ich würde jetzt schon gerne mal da durchgehen. Ich möchte wirklich gerne den Vulkan sehen. Du bist kein Kannibale. Und deine Anwesenheit würde die Heiligkeit unserer Zeremonie beschmutzen. Ach, könnt ihr dieses Mal nicht eine Ausnahme machen? Es ist ein Notfall. Ich würde ja gerne, aber wenn ich dich hereinlasse, müsste ich jeden hereinlassen. Und ehe man sich versieht, ist Kannibalismus in. Und man dreht Dokumentarfilme über uns. Ich bringe ein Geschenk für den Gott des Vulkans. Oh, wir können von Außenstehenden keine Geschenke annehmen. Regierungsbestimmungen, Gesundheitsvorschriften, Tabus und so weiter. Ich grüße ihn dennoch von dir. Okay. Muss mich sputen. Tschüss. Wenn er uns nicht vorbeilässt, gehen wir... Nicht so schnell. Was willst du? Ich wollte vorbei. Muss mich sputen. Tschüss. Dann halt nicht. Dann gehe ich wieder beleidigt hier. Nein, gehen wir natürlich nicht, denn wir haben einen Tofu-Block. Wir haben einen Meißel. Das bringt uns das. Das sieht wie eine Maske aus. Eine Maske. Und die ziehen wir natürlich auf. Wie geht's? Jetzt bin ich ein Kannibale. Mal gucken, guck mal in die Kamera. Ja, ja, ja. So sehe ich aus. Ich bin zwar kein Gemüse oder Obst, aber das reicht mir. Endlich bist du da. Komm her, wir sind spät dran mit dem Opfer. Gott des Vulkans im Innern des Mount Sodbrand. Nimm dieses Opfer, das wir dir darbringen. In Form von Fleisch, mit hohem Anteil an Fasern und bekömmlicher Zellulose. Frei von allem Fett und ungesättigten Fettsäuren. Auf dass es dich nährt und dein Wohlwollen über unser bescheidenes Dorf bringe. Und dass deine eitrige Kraterbeule nicht in Wallung komme. Okay, Jungs, schmeißt ihn rein. Ihr wart ein wunderbares Publikum. Danke und gute Nacht. Was rösten die denn da? Das Nachos? Die die gerade über die Lava halten, damit die gar werden. Ihr füttert den Vulkan mit Puppen in Menschenform, die aus Gemüse bestehen? Ja, das tun wir. Sherman ist kein strenger Vegetarier. Aber fettes Essen kann ihm schlimme Verdauungsstörungen bescheren. Tja, was machen wir in der Situation und die ganze Lava hier? Ich finde das ordentlich heiß. Aber ich mache es noch viel, viel heißer. Ungeschmolzenes Stück Nacho-Käse. Oh oh. Ich ahnte es schon. Du Dummkopf! Du hast einem laktoseallergischen Vulkangott Käse gegeben. Weißt du, was das heißt? Du hast den göttlichen Durchfall heraufbeschworen. Rennt um euer Leben! Wenn ich auftauche, verändert sich das Landbild. Puh, das war spektakulärer, als ich gehofft hatte. Wir gehen lieber schnell weg, bevor uns jemand erkennt. Jetzt können wir natürlich mit dem Lavastrom was anfangen. Ich glaube, noch nicht, aber später auf jeden Fall. Na doch, der Kochtopf ist schon da, jetzt können wir da ein bisschen Nacho-Käse rein. Boah, hatte der viel dabei. Alter.
Ich schätze, ich schleife das mal runter zu Haggis. Was? Hier, Haggis. Dieses Zeug sollte dabei helfen, das Schiff zu flicken. Ei, Jungchen, das sollte es wirklich. Die Konsistenz von Teer, aber mit leichtem Pfeffergeschmack. Nun, kann ich jetzt deine Lotion haben? Ei, Jungchen, schnapp sie dir. Die Quintessenz, wir haben diese schöne Handlotion. Danke, Haggis. Viel Spaß mit der klebrigen Teerersatzsubstanz, die sich bald wieder in normalen Käse verwandeln sollte. Jetzt ist er wirklich am Brodeln. Ins Dorf, da waren wir übrigens gerade, zum Vulkan hin. Was haben wir denn jetzt für Ziele? Ach, hier stehen wir. Damit gehen wir jetzt am besten mal zu Elaine. Ja. Wir haben die Lotion bekommen. Lol, sorry, wenn jetzt gerade irgendwie Skype zu hören war. Ich hab's jetzt weggetan. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt hier die Lotion und schmieren damit Elaines Finger mit dem verfluchten Ring an. Mal schauen, ob diese glitschige Fettlotion etwas ausrichten kann. Das sollte genügen. Jetzt kann ich den Ring nämlich abziehen. Der verfluchte Ring ist explodiert. Halleluja. Ist explodiert. So, was machen wir als nächstes? Ja, mit Elaine können wir ja noch nichts anfangen. Wir haben sie halt nur von ihrem Dilemma befreit mit dem Ring. Nächstes gehen wir einfach mal hoch, ihr werdet sehen, weil die Tür ist zu, da müssen wir einen Umweg nehmen. Wir nehmen mal so einen Umweg. Oder die Abkürzung besser gesagt. Jetzt können wir mit dem Messbrecher mal hier in dieses Fass. Es ist jetzt voller Zuckerwasser. Zuckerwasser, sehr gut. Ja, wie kommen wir wieder runter? Durch die Tür, glaube ich. Richtig, die kann ich von innen kann ich sie aufmachen und bin wieder da. Welcome back, Guybrush. Was könnte ich jetzt mit diesem Zuckerwasser machen? Ich könnte mal probieren, ob ich da irgendwie hier was anfangen kann. Das Zuckerwasser würde die Glühwürmchen anlocken, aber ich habe keine Möglichkeit, sie zu fangen. So. Leider sehe ich gerade auch keine Möglichkeit. Na gut. Friedhof, Hotel, Lichtung, Fragezeichen, da gehen wir später hin. Gut, alles klar. Ich schätze, wir werden jetzt zum Hotel gehen und dort ein bisschen mit dem Inhaber nochmal plaudern. Denn da geht's weiter storymäßig, das wird der Hit. Bis dann, Leute.